Alle miteinander. Es fehlt nicht mehr viel, dann werden wir zumindest mit den Updates für 2019 fertig. Ich würde sagen, dass wir direkt loslegen, dieses Mal mit Ultraverse. Den Anfang macht dabei, bis deine Knochen verrotten, Band 1. Der hat mich relativ früh interessiert, aber ich habe es irgendwie nicht auf die Kette bekommen, mir den Manga auch zu kaufen. Überzeugen konnte er mich nicht wirklich, der Band einfach. Es lag an den Charakteren, ich fand es nicht so authentisch, beziehungsweise konnte ich da einfach keine Bindung zu ihnen aufbauen. Dementsprechend hat es keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und ja, es steckt ziemlich viel Potenzial dahinter. Auch, ja, dass es einige Überraschungen gab, fand ich ganz gut, aber wie gesagt, ich bin noch ein bisschen unsicher. Dann geht es weiter mit Daily Butterfly Band 1 bis 3. Den habe ich mir nur wegen einer Freundin gekauft. Sie mag die Reihe unglaublich gerne. Nur bis dato wurde ich nicht wirklich von dem Manga überzeugt. Sie haben einfach keine bleibenden Eindrücke hinterlassen. Und als einziges wäre nur Band 3 erwähnenswert. Ich habe ihn im Übrigen aus Versehen doppelt gekauft. Wieder mal typisch für mich. Und das Ende hier fand ich ziemlich fies. Auch das Schulfest. Es war doch ein Schulfest. Achtung. Ja, genau, habe ich doch richtig in Erinnerung behalten. Das hat Potenzial, wie ich finde. Da bin ich gespannt. Und der vierte Band ist bestellt, müsste die Tage auch ankommen. Dann geht es weiter mit Demon Tune Band 1. Leider noch komplett eingeschweißt. Ich kann nicht wirklich etwas dazu beitragen, wenn es gewünscht ist, aber ein Ersteindrucksvideo anbieten. Dann geht es weiter mit Sister and Vampire Band 2. Den Manga habe ich in Düsseldorf bzw. dort im Comicladen gekauft. Könnte sogar nach Superlovers mein liebster Manga von Ultraverse sein. Statt 7 Euro habe ich nur 4,50 € zahlen müssen. Der nächste Verlag wäre Carlsen, vertreten durch Takeover Zone Band 1 und 2. Um ehrlich zu sein, hat mich hier nur der Sportaspekt gereizt und ich hatte dann Sorge, dass der ein bisschen untergeht, wurde aber allgemein von der Reihe positiv überrascht und ja, ich fand ihn ziemlich gut. Der nächste Verlag wäre Egmont. Als erstes hätte ich hier Darwin's Game Band 13 und 14 in Düsseldorf bzw. dort im Comicladen gekauft. Neulich runtergefallen, dementsprechend ist ein Knick im Cover entstanden, da blutet mein Herz. Ich kann ihn auch nicht ersetzen, der Manga ist verlagsvergriffen. Super, super ärgerlich, aber war ein Eigenschaden. Da sollte ich eher dankbarer sein, dass ich überhaupt an den Manga gekommen bin. Hab mich wie immer gespoilert, brauche neuen Input, es ist super interessant und ich möchte endlich Antworten bekommen. Dann geht es weiter mit Fort of Apocalypse Band 1 bis 10. Zumindest würde ich das gerne behaupten. Es ist jedoch Band 1 bis 3 und 5 bis 10. Ich habe aus Versehen den sechsten Band ein weiteres Mal gekauft, anstelle von Band 4. Einfach total falsch in Erinnerung gehabt und dementsprechend bin ich vom Stand her bei Band 3 stehen geblieben. Hab's noch immer nicht auf die Kette bekommen, Band 4 zu kaufen. Werde ich aber jetzt ja auf jeden Fall nachholen. Dann geht es weiter mit Werewolf Game Beasts Side Band 1 bis 3. Der Manga hat mir ziemlich gut gefallen. Wahrscheinlich, weil es in Richtung Yoshigitonogai bzw. Hideaki Yoshimura ging. Mit solchen Geschichten kann man mich jedes Mal aufs Neue locken. Besonders das Ende von Band 3 war unerwartet. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Airi ihr Partner werden möchte. Dementsprechend habe ich mich darüber gefreut und meine, dass Beasts Side eine Side Story ist. Mit der Hauptstory hatte ich bis dato keinerlei Berührungspunkte, sollte ich wirklich mal ändern. Der nächste Verlag wäre Manga Cult, vertreten durch Shoujo Mangaka Nozaki-kun Band 1. Um ehrlich zu sein, mich konnte der Manga nicht komplett überzeugen. Ich würde mich gerne mal bei euch erkundigen, einfach an euch orientieren und ja, darauf bauen. Der nächste Verlag wäre Kase, vertreten durch Inspektor Akane Tsunomori Band 1. Gekauft ausschließlich wegen der ersten Staffel vom Anime. Die zweite war eine regelrechte Enttäuschung. Ich hoffe wirklich nicht, dass sie eintritt. Und ja, müsste mir schleunigst mal weitere Bände kaufen. Der nächste und somit auch letzte Verlag wäre Tokio Pop. Als erstes hätte ich hier Bibi und Mio Band 1. Ich hatte kein Interesse am Manga, nur hatte damals eine Freundin nach langer, langer Suche endlich die Postkarte ergattern können von dem Manga. Und da wurde ich neugierig, nur ich habe ihn noch immer nicht geöffnet, noch immer nicht gelesen. Nach so vielen Monaten sollte ich wirklich mal einen Angriff nehmen. Das Schlusslicht in diesem Video bildet Pöckerty Survival Band 2 bis 6. Fand ich wieder mal extrem interessant. Mir hat schon der erste Band ziemlich gut gefallen, nur im Laufe der Zeit wurde es immer, immer besser, wie ich finde. Vor allem, weil neue Charaktere dazugekommen sind und
Die Interaktion fand ich einfach nur hochinteressant, auch sehr amüsant, um ehrlich zu sein. Und das Ende von Band, ja, 6 hat mich natürlich umgehauen. Also ich habe so viele Fragen. Ich hätte nicht damit gerechnet. Einfach, das kam sehr unerwartet. Ich habe einige Fragen und vor allem, ja, die Entscheidung, die hier getroffen wurde. Ich möchte niemanden spoilern, der die Reihe nicht kennt, aber ja, ich freue mich einfach nur. Besonders Band 6 war inhaltlich am besten und auch relativ breit, wenn man ihn mal mit den anderen Bänden vergleicht. Auf jeden Fall, ja, muss ich mir schleunigst die weiteren Bände kaufen. Das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.